Hallo zusammen, zurück bei Assassin's Creed Odyssey. Ja, Cassandra bolzt hier gerade alle um. Wir werden mal gucken, was wir hier jetzt an Aufträgen machen können. Wir haben ja hier ein bisschen was in unserem... Ups, zu weit. Inventar. Ne, nicht Inventar. Quests, da wollten wir hin. Inventar können wir gleich noch reingucken. Auge um Auge, um seine Schulden zu bezahlen, hat Markus wieder einen seiner berühmten Pläne geschmiedet. Er schwor Cassandra, dass all ihre Probleme gelöst werden, wenn sie das Obsidian-Auge des Zyklopen steht. Naja, gut, wir müssen uns noch ein bisschen hochleveln. Da steht was von empfohlene Stufe 3. Wir haben 2. Der Hai genauso. Ein Kampf mit Talos. Ist noch höher. Wir können es natürlich trotzdem probieren. Das probieren wir jetzt einfach. Gucken wir nochmal kurz ins Inventar. Hier haben wir irgendwas aufgeschnappt. Ah. Hey, meine bessere Rüstung. Die werden wir natürlich auch anlegen. Nie anlegen. So. Haben wir hier auch was Schönes? Ja, das können wir auch. Super. Helm. Ne, den können wir noch nicht nehmen. Aber immerhin, ne? Söldner. Da haben wir den Talos. Der ist uns noch ein wenig zu weit von unserer Stufe entfernt. Aber das haben wir ja schon mitbekommen. Was? Da müssen wir hin. Jetzt kommen hier aber auch einige entgegen. Ja, nur steht man hier alle im Weg rum hier. Hey, können wir plündern? Machen wir mal nicht. Tempel des Zeus werden wir mal nicht unheilig hier. Wo ist er denn? Da ist er nicht. Das ist irgendwer anders. Hätte ich mein Pferdchen rufen sollen. Na gut, wobei, das Stückchen können wir jetzt auch noch laufen. Markus ist auf seinem Weingut zurück. Einmal hier quer durch die Reben. Da ist er auch schon. Ah, da bist du ja. Und keinen Augenblick zu früh. Ich habe die Banditen erledigt und der Bogenerin das Holz gebracht. Ich habe keinen Augenblick an dir gezweifelt. Und? Dein Plan? Ja, der Zyklop und ich müssen uns über ein paar Drachmen einig werden. So wie du, meine ungestüme Freundin. Ohne dich hätte ich nichts mit ihm zu tun, mein Freund. Stimmt. Aber ich schwöre, jetzt wird das Thema erledigt. Wenn er uns weiter seine Schläge auf den Hals hetzt, dann soll gestern sein letzter guter Tag gewesen sein. Also raus mit der Sprache. Was soll ich tun? Was sollen wir tun, meinst du? Ich habe den Plan, du hast die Muskeln. Ich sehe es als gemeinsamen Einsatz. Natürlich tust du das. Denk nach. Was ist dem Zyklopen am teuersten? Seine Männer? Sein Land? Seine Schiffe? Nein, sein Obsidianauge. Komm zur Sache, Markus. Also gut, wir werden es ihm stehlen. Bist du übergeschnappt? Du leihst dir Drachmen von ihm und dann stiehlst du sein Auge? Wenn wir es haben, gewinnen wir. Dann verkaufen wir es und schlagen 2 Fliegen mit einem Obsidianauge. Er sollte stillhalten, sonst verliert er das zweite auch. Nein, nein, es muss ohne sein Wissen geschehen. Der Zyklop darf dich nicht sehen. Dann kommt mein neuer Bogen gleich zum Einsatz. Er bewahrt das Auge in seinem Haus auf. Es ist zu wertvoll, um es herumzutragen. Gar nicht dumm, bis du ihm die Schwachstelle seines Plans zeigst. Warte bis Sonnenuntergang, schleich rein und bring mir das Auge. Hoffentlich ist es was wert.
Weißt du, wie teuer Obsidian auf Kefalenia gehandelt wird? Ich habe noch nie welchen gesehen. Eben. Und es ist nicht nur Obsidian. Es ist mit Gold durchzogen. Gold! Kein Wunder, dass er es für besondere Anlässe aufhebt. Und mit dem Erlös zahlen wir unsere Schulden zurück. Es wird den Großteil begleichen. Ein Weingut ist teuer. Ich weiß nicht, wo der Zyklop wohnt. Auf der Westseite der Insel. Dort findest du seinen Unterschlupf. Na gut. Schön. Aber dann darfst du dieses Mal nicht geizig sein. Geizig? Du verletzt meine Gefühle. Aber das macht dich eben aus. Bring mir das Auge und ich beweise dir das Gegenteil. Und denk dran, keiner darf dich sehen. Verstanden. Wenn du es schaffst, verhinderst du, dass unsere Köpfe als Trophäen des Zyklopen enden. Okay, jetzt haben wir das angenommen. Dann rufen wir mal das Pferdchen. Da kommt's auch schon. Wo will's? Wo will das denn hin? Habt ihr gesehen? Dann wollen wir mal. Und jetzt zum Auge. Wenn es so wertvoll ist, wie Markus sagt, wird es sein eigenes Podest haben. Los! Reiten wir da mal hin. Okay, er hat gesagt, wir sollen warten, bis es dunkel wird. Und los geht's. Dann holen wir erstmal Ikarus. So, wo soll's denn sein? Hallo, Auge. Ich sehe dich. Echt? Ich noch nicht. Ach, da. Na los, komm. Wenn ich erwischt werde, habe ich ein Problem. Ja, denn würde ich sagen, Banditenanführer töten und Schatz plündern. Ich brauche Deckung. Wenn ich leise bin, sollten die Büsche reichen. Na dann, da steht ja einer. Such Deckung! Das Schwein krieg ich! Verdammt. Da kommt er hoch. Malaka. Muss ja ein ganz besonderes Auge sein. Ich darf nicht gesehen werden. Na, heb den Guten mal auf. Bringen wir den mal hier irgendwo ins Gebüsch. Wie war das? Nur eine Wache? Da ist doch noch einer. Das war knapp. Ich stürme los.
Ja, jetzt haben sie mich natürlich hier gesehen. So viel zu klammheimlich. Okay, das war nicht richtig. Wir hätten uns da ein bisschen besser anstellen können. Der Anfang war nicht verkehrt, glaube ich. Ich habe nur zu viel gewollt, indem ich die anderen auch umlegen wollte. Wahrscheinlich doch nur diesen einen, der da Wache schiebt und die anderen erstmal ignorieren und dann versuchen, sich da reinzuschleichen. Das wird wahrscheinlich die bessere Variante sein. Hier passen die Wachen sicher gut auf. Ich brauche Deckung. Wenn ich leise bin, sollten die Büsche reichen. Okay, den haben wir. Da steht ja noch einer. Malaka. Das muss ja ein ganz besonderes Auge sein. Ich darf nicht gesehen werden. So, kann ich den hier noch ausrauben? Ich wette, du hast ihn nicht mal kommen sehen. Ah, da laufen welche lang. Da ist das Haus. Das war wieder falsch, den Gegner hier. Und komm. Ach, verdammt. Nee, so dürfen wir es nicht angehen. Definitiv nicht. Dann sind sie doch noch so stark für uns. Und zu viele. Naja, ist halt eine Stufe höher, ne? Aber sollte jetzt nicht unmöglich sein. Es ist ja jetzt nicht, dass es Stufe 5 ist. Müssen wir es doch klammheimlich machen. Irgendwie. Probieren wir es einfach nochmal. Ich darf mich hier nicht erwischen lassen. Ich brauche Deckung. Wenn ich leise bin, sollten die Büsche reichen. Malaka. Das muss ja ein ganz besonderes Auge sein. Ich darf nicht gesehen werden. So ein Ärger. Jetzt schießen die mit Giftpfeilen. Ich bin bestimmt gleich hinüber hier. Ja. Das habe ich jetzt echt doof angestellt. Heute ist das die Folge der 1000 Tode. Wir müssen das anders machen. Ich muss das anders machen. Das wird doch zu schaffen sein. Das Gebiet wird sicher gut verteidigt. Ich brauche Deckung.
Wenn ich leise bin, sollten die Büsche reichen. Malaka. Das muss ja ein ganz besonderes Auge sein. Ich darf nicht gesehen werden. Na, ich glaube, das haben wir ein bisschen besser gemacht hier. Versuchen wir das mal bei dem hier. Na, da waren es jetzt schon zwei weg. Na, ah, da steht ja auch jemand. Wer da? Hier ist nichts. Die geht aber auch nicht weg von ihrem Posten. Ah, doch, hier. So, noch einer weniger. Na. Verdammt. Na, wir sind ja gleich wieder hier hinüber, wenn wir nicht abhauen. Verdammt. Wir sind tatsächlich zu schwach, würde ich fast meinen. Oder ich war einfach zu unvorsichtig jetzt gerade. Das andere hat ja ganz gut funktioniert. Wir kriegen das noch hin. Ja, wie sollen wir sonst aufleveln, wenn nicht im Kampf? Ich lasse mich lieber nicht sehen. Ich brauche Deckung. Wenn ich leise bin, sollten die Büsche reichen. Malaka. Das muss ja ein ganz besonderes Auge sein. Ich darf nicht gesehen werden. Jetzt ist dein Hund. Ja, wie blöde. Wo kommt denn der Hund her? Na, jetzt haben die einen Vogel auch noch. Die haben ja wohl einen Vogel. Na los, kommt halt auf mich zu suchen.
Da ist das Haus. Da müssen wir hin. Habt ihr was gesehen? Keine Spur. Scheiße, bleibt wachsam oder ich brate eure Gedärme in der Sonne. Schon dabei. Ja. Immerhin. Oh. Oh. So, jetzt haben wir den nächsten. Verdammt. Das hat die vergiftete Pfeile, die doofe Kuh. Aber ich glaube, das hat jetzt keiner weiter mitbekommen. Da, das ist der doofe Vogel. Oder ist das meiner? Da ist auch einer. Kommt der wieder zurück? Na kommt, kommt. So. Wir haben einen grünen Apfel gekriegt, super. Na, kommst du her? Und der nächste gleich. Wieder mit dem Hund. Also ich mag ja Hunde. Ich finde das jetzt ja voll blöd, dass ich den armen Hund umbringen muss. Da hinten stiefelt noch einer rum. Aber ich werde jetzt einfach hier erstmal reingehen. Nee, weg. Ah, hier ist das Haus. Hier geht's rein.
Jetzt müssen wir nur wieder zurückkommen. Ah, wir sind noch nicht fertig, fürchte ich. Nee, wir haben es noch nicht gefunden. Wir haben zwar irgendeinen Schatz gefunden, aber wir haben das Auge noch nicht gefunden. Alles klar. Ja, ja. Du findest mich. Na? So, da ist die Klippe runter. Jetzt hau ich den. Da kommt ja noch einer angekrebst. Oder ist das der von der Klippe? Wir haben es gefunden. Ja gut, dann würde ich sagen, ab zum Pferdchen zurück oder zumindest erstmal raus hier aus dem Gebiet. Pferdchen, komm her. Da ist es schon. Los geht's. Und dann würde ich sagen, waren wir erfolgreich. Wow. Gegen einen Bock gerannt. Komm schon. Ups. Was wollt ihr denn hier von mir? Haut ab hier! Warum sollte ich mich kümmern? Der hat hier mit Gift. Der hat da Gift drin. Ja, so ein Ärger.
Bitterkeit nicht vergessen. Na, so Mist. Ich hoffe, ich muss doch jetzt nicht alles wieder mit dem Auge neu machen. Das wäre jetzt ärgerlich. Aber dann müsste er eigentlich gespeichert haben. Also, dass wir jetzt nur noch gegen diese beiden kämpfen müssen. Da hat der so ein Giftpferd. Das ist ja dreckig. Nee, das ist nicht nett. Nein, nein, nein. Finde ich jetzt gar nicht nett. Dann schauen wir mal, wo wir jetzt landen. Wir müssen das Pferdchen wieder rufen hier. Komm. Ich muss mich verstecken. Wieso? Und weiter. Ella. Jetzt bin ich schon wieder verwundet, ja. Ja, so ein Mist. Das ist ja fies. Das ist ja ganz fies. Da hat er hier so eine blöde... Wir müssen das anders machen. Das muss irgendwie anders. Dürfen die nicht genau ins Messer rennen. Sonst ist blöd, wie wir gesehen haben. Sonst ist ganz blöd. Hier werden Sie besonders wachsam sein. Machen wir das einfach nochmal. Also wir haben jetzt die da schon hingekriegt, da kriegen wir die erst recht irgendwie hin. Ella. Das sollte ja irgendwie zu schaffen sein. Also dieser Typ mit der Giftspitze da am Messer, der ist natürlich ein bisschen dreckig. Los. Ups. Na gut, da kommen wir nicht so rum. Ups. Bewegung. Komm schon, komm. So, Nummer 1. Irgendwo rennt ja noch einer rum. Schauen wir mal, ob wir ihn anquatschen können.
wichtig. Weißt du, wie viele Wachen dort waren? Hier sind jedenfalls viele aufgetaucht. Ich sagte doch, ungesehen bleiben. Wenigstens hast du ihnen eine Lektion erteilt. Das alles für einen Stein. Dieser Stein ist mehr wert als ein Haus. Aber trotzdem nicht genug, um den Zyklopen zu bezahlen. Oh, sei nicht enttäuscht. Denk an den Spaß, den wir hatten. Der Zyklop wird uns töten, Markus. So einfach ist das. Und spätestens da hört der Spaß auf. Es funktioniert, das verspreche ich dir. Würde ich dich anlügen? Soll ich das beantworten? Nimm das Auge, aber verkauf's noch nicht. Niemand wird glauben, dass wir es rechtmäßig erhalten haben. Die wissen genau, wem es gehört. Schön. Besser in deiner Tasche als in seinem Besitz. Ich denke, das reicht für einen Tag. Chere, Markus. Warte, da war ein Boot, das ich noch nie gesehen habe. Und? Es war viel zu gut für diese dreckige Stadt. Das muss der Zyklop mit seinen Freunden sein. Er ist zurück? Oh, du gönnst mir einfach keine Pause, oder? Erledige sie, dann hast du ein Problem weniger. Außerdem sehen diese Fremden so reich aus wie Krösus. Der Zyklop bezahlt sie gut. Und du kannst nur gewinnen. Es kann ja nicht schaden. Was habe ich schon zu verlieren? Du? Du verlierst nicht, da bin ich sicher. Und wo sind sie? In einem verlassenen Haus an der Ostküste. Wer weiß, was sie für Reichtümer in ihrem Versteck horten. Schick sie in den Hades, dann nimm alles mit, was du finden kannst. Wir werden reich! An der Ostküste? Kannst du etwas genauer sein? Wenn ich mich richtig erinnere, sind sie in einem verlassenen Haus, bei einem Wäldchen, südlich von Sami. Und wenn diese Besucher nicht von Kefalenia kommen, woher kommen sie dann? Sicher ist nur, dass Kefalenia der letzte Ort sein wird, den sie jemals sehen. Na gut. Ja, aber einen Teil dieser Reichtümer behalte ich. Das ist nicht verhandelbar. Nicht einmal eine Drachme für den Mann, der dich geschickt hat? Der Rest wird deine Schulden abbezahlen. So oder gar nicht. Oh gut, schön. Jetzt zeig diesen Fremden, was es bedeutet, Kefalenierin zu sein. Bluten oder bluten lassen. Okay, Leute. Die Quest ist abgeschlossen. Ich würde sagen, das schauen wir uns aber beim nächsten Mal an. Wir sind jetzt aufgelevelt. Wie es weitergeht, sehen wir dann. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dann. Tschüssi.